YouTube, was geht ab? Yeah, es ist Sonntag, das heißt, ich freue mich, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Wir lehnen auch jetzt gleich mit dem Cannelloni Cevapcici Auflauf los. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze zubereitet wird, da bleibt euch nichts weiter übrig, als dran zu bleiben. Und im Intro fangen wir dann auch schon gleich mit der Zubereitung an. So Freunde, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir machen Macaroni Cevapcici Auflauf. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir unsere Macaronis hier befüllen können. Einmal mit TK-Ware, die passt hier soweit drin, wenn sie ein bisschen angetaut ist. Oder wir machen es, wie ich heute, mit frischem Hackfleisch und eine passende Gewürze dazu. Im nächsten Schritt zeige ich euch dann, was wir alles dafür brauchen. Und dann würde ich sagen, hier kommt die Vorstellungsrunde. Herzlich willkommen zu unserer Vorstellungsrunde. Darf ich Ihnen vorstellen, Cannelloni in einer wunderschönen Auflaufform. Okay, wir brauchen hier dann noch ein paar Tomate, gestückelt eure ganze Tomate, das bleibt euch überlassen. Wir brauchen 500 Gramm Hackfleisch, da hoffe ich echt, dass das Ganze reicht. Weiß ich jetzt im Moment selber nicht, das werden wir dann nachher sehen. Dann habe ich hier von Krafternte passendes Cevapcici-Gewürz. Wir brauchen nachher noch Tomate für das Ganze oben drauf ein bisschen zu verdecken. Wir brauchen Zwiebeln für in unsere Tomatensauce drin zu machen. Wir brauchen etwas Knoblauch für in die Tomatensauce drin zu machen. Ich tue nachher den Auflauf oben drauf mit zerrupften Mozzarella bedecke. Wenn ihr lieber Gouda-Käse oder sowas haben wollt, gar kein Thema, mache das wie ihr wolle. Dann brauchen wir hier noch weißer Käse, also Schafs- oder Hirtenkäse. Ich benutze den in Kuhmilchform. Wenn ihr lieber richtiger Schafskäse haben wollt, bleibt das auch euch überlassen. Dann brauchen wir noch Pfeffer, Salz und wir brauchen so ein klein bisschen was an Gewürze. Zum Beispiel habe ich hier Basilikum und Oregano. Das brauchen wir für gleich in der Käserinse machen. So, erster Schritt würde ich sagen, gehen wir hin und fange mit unserer Tomatensauce an. Weil die kann dann in der Zwischenzeit ein bisschen köcheln, während wir uns um das andere kümmern. Nur nicht zu schnell sprechen. So, das heißt, wir schneiden die Zwiebel klein, schneiden den Knoblauch klein, gehen das Ganze in eine Pfanne und tun das Ganze so ein bisschen aufköcheln, für ein bisschen Geschmack dran zu kriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, wie ich schon gesagt habe, dann legen wir jetzt hier los mit unseren Zwiebeln, die du mal klein schneiden und gehen die dann gleich in die Pfanne rein, dass wir sie schön anbraten können. So, dann machen wir noch gerade den Knoblauch klein, kurz presse. So, und das Ganze gehen wir jetzt in die Pfanne zum Anbraten. So, ich habe jetzt hier bereits ein bisschen Pflanzenfett drin gehen. Da gehen wir jetzt hin und gehen unsere Zwiebeln drin und unser Knoblauch. Und brate das Ganze ein klein bisschen an, dass wir ein paar Röstaromen dran kriegen. So, nachdem unsere Zwiebeln und Knoblauch jetzt so ein paar Röstaromen gekriegt haben, gehen wir hin und gehen unsere Tomate hier dazu. Und lassen das Ganze jetzt ein bisschen aufkochen. Dann müssen wir das Ganze natürlich noch würzen. Jeder hat jetzt wahrscheinlich so sein eigenes Favorite-Gewürz, was er da dran machen will. Deshalb lassen wir das hier jetzt außen vor. Bei mir wird ein bisschen Pfeffersalz dran kommen, dann noch ein bisschen Maggi-Würze, noch ein paar andere Gewürze wie Oregano, bisschen Thymian und sowas. Aber das könnt ihr am besten ganz nach eurem Geschmack machen. Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen einkochen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um unser Hackfleisch. Das heißt, wir gehen hin, tun das schon mal schön kräftig abwürze, tun es durchknete, dass die Gewürze halt auch schön überall ins Hackfleisch reingreifen können, dass sich das Ganze miteinander verbindet. Und das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir machen werden. So, wir haben hier unser Hackfleisch. In dem Fall ist das reines Rinderhackfleisch. Und da gehe ich jetzt von der Cevapcici-Gewürzmischung dabei. Wie gesagt, bei mir ist die von Krafternte. Und dann tun wir das Ganze jetzt mal gut durchknete. Wenn wir jetzt mit dem Knete fertig sind und haben die Gewürze schön inmassiert, können wir das Ganze mal noch kurz auf Seite stellen, dass wie gesagt das Hackfleisch auch die Gewürze annimmt.
Im nächsten Schritt kümmern wir uns dann um unseren weißen Käse. Den müssen wir in einem kleinen Schälchen zerdrücken. Da geben wir ein ganz klein bisschen Öl dabei. Wer will, kann Olivenöl machen. Ich nehme normales Öl. Also Sonnenblumenöl bzw. Pflanzenöl. Und dann geben wir da halt auch Basilikum dabei, Pfeffer, Salz. Ich gebe noch ein bisschen Oregano dabei, weil das Ganze soll dann halt nachher ein schöner, leichter Kräutergeschmack kriegen. Okay, würde ich sagen, sind ja gleich, wenn das Ganze ausgepackt ist und in dem Schälchen drin ist. So, nächster Step, wie gesagt, hier ist unser weißer Käse. Da geben wir jetzt noch einen kleinen Schuss Öl dabei. Dann mal schön Pfeffer und Salz. Oregano. Und ein bisschen Basilikum. Das Ganze gehen wir jetzt hin und tun es zerdrücken. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so good. So, wenn unser Käse dann Konsistenz hat, mit dem wir nachher die Cannelloni verschließen können wir den auch auf Seite stellen. Denn im nächsten Schritt fangen wir jetzt dann tatsächlich schon an mit dem Befüllen von der Cannelloni. So, um die Cannelloni zu befüllen, nehmen wir die Cannelloni, nehmen wir Hackfleisch und scannen das dann hier drin. Wir dürfen nicht zu viel drin machen, weil die Ende soll ja halt auch noch mit Feta-Käse verschlossen werden. So, und so sieht das Ganze dann her aus, ne? Und das Ganze muss jetzt quasi 365.468 Mal gemacht werden. Das zeige ich euch nicht, sondern es wird ein kurzer Cut gehen und dann sehen wir das fertige Endprodukt. So, sind wir bereit. Ich habe hier Schöpflöffel, das wollte ich nicht sagen, sondern hier habe ich die Cannellonis gefüllt. Die Ende verschlossen mit unserem weißen Käse, Kräuter. Blabla. Hier haben wir jetzt unsere Tomaten. Da gehen wir hin und gehen so ein paar Löffel hier auf den Boden als Deckschicht. Brauchen wir so ein bisschen, dass nichts anbrennt. Ne? Und für so ein bisschen Saft drin zu kriegen. So. Nicht alles drin gehen. Wir brauchen nachher noch ein bisschen für über die Cannelloni zu verteilen. So, und dann gehen wir halt hin und fangen an, unsere Cannellonis hier schön drin zu schichten. So, haben wir jetzt 8 gemacht. Jetzt fehlen noch unsere Tomate. Dafür brauchen wir hier nochmal ein scharfes Messer. Und dann gehen wir hin und schneiden die in schöne Scheibe. Und legen die hier schön drüber. Jetzt müssen wir noch unseren Mozzarella drüber zupfen. Do you wanna know? So, ich gebe zum Abschluss noch mal ein bisschen Basilikum und ein bisschen Oregano drüber. Und das Ganze wandert jetzt in den Backofen drin. So, Freunde, unser Auflauf ist da hinten bereits im Backofen drin. Der verschwindet so für ca. 30 Minuten bei 180 Grad. Aber bitte auch drauf halten, ne? Da ist Käse auch drauf, nicht, dass euch die oberste Schicht verbrennen tut. Wir müssen das Ganze von der Temperatur ein bisschen inregeln. Weil ihr wollt ja nachher auch nicht auf unfertige Cannellonis rumkauen. So,
der Backofen ist leer. Das Essen steht bereits hier vor mir. Es war jetzt so knapp 33 Minuten bei mir drin gewesen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis. Et voilà. So sieht das Ganze aus. Man erkennt, dass der Käse schön rausgelaufen ist. Hier vorne habe ich ins geöffnet. Das Hackfleisch ist gut durch. Oben drauf der Käse und die Tomate. Ist auch alles schön. Kross umgeschmolzen. Also sieht alles einwandfrei aus. Das Einzige, was jetzt natürlich noch fehlt, nur dem ich jetzt nochmal scharf gestellt worden bin, das Einzige, was jetzt natürlich fehlt, ist, dass ich noch eine Gabel zur Hand nehme und das Ganze natürlich aufopferungsvoll für euch probiere. So, hier haben wir zuerst mal so eine geile Tomate mit Mozzarella drauf. Kross, saftig, geil. So, dann nehmen wir jetzt den Mund noch einmal richtig für euch voll. Und zwar haben wir hier Cannelloni, Käse und Cevapcici. Und da probieren wir jetzt mal die komplette Kombination da draus. Ja, krass. Der weiße Käse mit den Kräutern, wo wir darin gemacht haben, ist richtig geil. Das ist ein richtig geiler Korke. Das ist fett. So, hier haben wir jetzt pures Cevapcici. Das ist noch richtig schön saftig. Von der Gewürze her richtig geil. Also das schmeckt mal richtig gut. Und jetzt noch so langweilig Nudel. Ist auch richtig lecker mit diesem Tomatezeug, was da dran rumhängt. Einwandfrei. So, ich würde sagen, ich snack jetzt hier so weiter. Und würde mich jetzt dann auch verabschieden, weil ich habe jetzt richtig Hunger und werde das Ganze jetzt auch vernichten. Und deshalb meine obligatorischen Worte. Machen's gut. Ciao. We'll be right back.